Booms hat es heute gemacht an den Aktienmärkten nach den niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus den USA. Jetzt ist die Jahresendrallye garantiert. Alle sind optimistisch. Hurra! Jetzt kann es nur noch nach oben gehen. Der Nasdaq heute 6% im Plus. Größter Anstieg seit April 2020, also praktisch seit dem Corona-Crash. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wer will kaufen, wer hat noch nicht, bitte alle vordrängeln. Es ist für alle genug da. Jetzt alle noch schön rein. Wirklich? Ist das jetzt das Motto, dem alle folgen sollten? Oder sehen wir erneut nur eine Bärenmarkt-Rallye, eine gewiss heftige Bärenmarkt-Rallye? Denn in Bullenmärkten sieht man keine Anstiege von 6%. So viel scheint klar. Und ich sagte vorhin, wir haben hier die größte Rallye seit April 2020 gesehen. Aber was ist der Unterschied von heute zu damals, April 2020, damals hatten wir den Corona-Crash und dann hat die Fed und haben andere Notenbanken massiv Liquidität ins System gekippt, daraufhin die Aktienmärkte gestiegen. Alle haben sich gehebelt oder viele haben sich gehebelt. Geld kostet nichts, also komm, wir nehmen Geld auf, wir machen Buybacks, wir nehmen Kredit auf, kostet nichts, alles gut, alles schick, kann nur gut gehen. Aber jetzt haben wir doch, glaube ich, eine andere Situation. Wir haben einen Leitzins von 4% in den USA und werden auch in anderen Währungsräumen bald höhere Zinsen sehen. Wir haben eine Bilanzreduzierung durch die Fed und die Fed dürfte weiter die Zinsen nochmal anheben. Sie wird also weiter dem System Liquidität entziehen. Und was bedeutet eben diese Sause, die wir infolge des Corona-Crashs durch Liquidität gesehen haben? Hebelung. Und wenn die ganze Geschichte in die andere Richtung läuft, dann erleben wir Enthebelung und wir sind nach wie vor in diesem Prozess der Enthebelung und wir wollen uns die Dinge mal anschauen, warum es vielleicht bei aller Freude der Bullen, die gerechtfertigt ist, dass hier die Inflation abebbt, uns anschauen, warum es schwieriger wird, denn meine These ist schon seit langem, Inflationsdynamik ist gebrochen in den USA, das ist eigentlich Agmate Wiesen auf Bayerisch gesagt, das eigentliche Problem ist jetzt der kommende Abschwung und die Enthebelung, dass die Märkte vor sich haben. Hier sehen wir zunächst mal die Reaktion der Märkte auf die niedrig als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreise. Dow Jones nur 3% im Plus in Anführungszeichen, S&P 477, Nasdaq 6%. Der VIX über 11% gefallen, also die Freude ist groß. Und wie kommen solche Bewegungen zustande? Natürlich durch ungute Positionierungen. Wir haben gesehen jetzt, dass die Put-Call-Ratio auf dem höchsten Stand seit März 2020 ist. Also da war viel Absicherung mit Puts oder viele waren eben auch short unterwegs. Und was passiert in solchen Situationen? Es geht gerne in die andere Richtung und dann macht es gleich Bums, denn hier werden viele Stops ausgelöst. Hier müssen viele eindecken, die treten dann als Käufer auf und dann hast du eben eine solch fette Bewegung. Das war ein Stück weit erwartet worden. Goldman Sachs hatte hier diese Aufstellung gemacht. Oben sehen Sie zunächst nochmal den vierten Rückgang, Monatsrückgang auf Jahresbasis in Folge auf jetzt 7,7%. Goldman Sachs hatte hier die Rechnung aufgemacht. Also wenn wir unter 7,8% sind, dann wird der S&P mindestens 2% nach oben gehen. So ist es dann auch gekommen. Schauen wir uns die Daten schnell nochmal an. Also 7,7 statt 8,0 erwartet, 0,4 zum Vormonat statt 0,6 erwartet und auch die Kernrate niedriger mit 0,3 und 6,3 statt 0,5 und 6,5. Also das ist schon eine gute Geschichte gewesen. Die Terminal Rate, also der Gipfel der Zinsen, wird jetzt von den Märkten in einer Range zwischen 4,75% und 5% erwartet. Jetzt kommt das wirklich Interessante, wenn man sich diese Inflationsdaten genauer anschaut, dann sieht man, wie schnell diese Inflation nach unten kommen dürfte. Hierzu mal zunächst mal die Headline CPI, also nicht Kernrate. Hier sehen wir, dass Goods deutlich weniger jetzt beitragen, also Güter. Wir sehen, dass Food auch nicht mehr so diesen Riesenanteil hat und wir sehen, dass Energie deutlich nachgelassen hat. Was groß ist, ist the services ex food and energy. Also, wir haben vor allem noch Inflation im Dienstleistungssektor. Das ist das eine. Und wir haben nach wie vor Inflation bei der Berechnung der so wichtigen Komponenten Shelter und Owner's Equivalent Rent, also diese sticky inflation, die klebrige Inflation. Und die ist sogar weiter gestiegen als im letzten Monat, als die Märkte ja so geschockt waren zunächst über die höher als erwarteten Inflationszahlen. Shelter
6,92%, war im Monat, im Vormonat nur 6,59%, jeweils in Relation zum Vorjahresmonat. Und Rent, also Mieten, 7,52%, im Vormonat hatten wir nur 7,21%. Also die größte Komponente in der ganzen Inflationsberechnung ist sogar noch heißer geworden, ist sogar noch weiter angestiegen. Aber, und es wird mit dieser Komponente bald ziemlich scharf bergab gehen, wir sehen hier mal einen Vergleich zwischen den Rents, also dem, was praktisch Real-Time Rent Prices, also das, was Real-Time an Mieten eigentlich aufgerufen wird, und das, wie praktisch die offiziellen Daten durch das Bureau of Labor Statistics berechnet wird. Und wir haben ein Delay von mindestens 5 Monaten. Das heißt, was wir jetzt gesehen haben, ist der Anstieg der Mieten vor um und bei einem halben bis dreiviertel Jahr, könnte man sagen. Und wenn wir uns jetzt mal die Real-Time Rents anschauen, sehen wir, dass die deutlich nach unten gekippt sind. Man könnte sogar sagen, dass ohne diese ganze Housing-Geschichte, also Mieten, Owners Equivalent Rent etc., sogar die Inflation gar nicht vorhanden gewesen wäre, es also praktisch keinerlei Preissteigerungen in der Summe gegeben hätte. Und hier sehen wir mal den Zillow Rent Index. Zillow ist eine Immobilienfirma in den USA, die landesweit sehr viele Daten erhebt. Sehen wir, wie das hier nach unten kommt, wie stark hier die Dinge sich abkühlen. Also auch diese Komponente, die jetzt noch den Hauptbeitrag zur Inflation geleistet hat, die wird bald deutlich nach unten kommen. Aber wir waren vorhin bei Goods und bei Services, also bei praktisch Produktion und im Dienstleistungssektor. Und wir sehen, im Dienstleistungssektor haben wir jetzt die höchste Inflation seit 1982. Da geht es also weiter nach oben, während es eben für die Produktion, alles was mit der Herstellung von Waren zu tun hat, in Sachen Preisen nach unten geht. Wir haben eine Sharp Deflation sogar schon in Core Goods, also in Kerngütern, mit einem Rückgang sogar zum Vormonat von 0,38%. Niedrigster Stand jetzt seit 7 Monaten. Und auch Core Services, also Kerndienstleistungen, sind zurückgegangen. Allerdings eben ist das nach wie vor ein recht hoher Wert. Und diese ganze Konstellation insgesamt führt jetzt dazu, dass die Amerikaner jetzt 19 Monate in Folge Kaufkraftverluste haben, weil eben die Löhne weniger steigen als die Inflation. Und genau da ist schon eines der großen Probleme angesprochen. Eine Wirtschaft, die auf Konsum basiert, kann es sich nicht leisten, dass die Konsumenten ihre Kaufkraft verlieren, und vor allem nicht dauerhaft. Und wir haben jetzt schon eine dauerhafte Situation, dass hier etwa Kaufkraft verloren wird. Das macht sich zum Beispiel bemerkbar dadurch, dass gut ein Viertel aller amerikanischen Familien gar nicht mehr Thanksgiving jetzt feiern wollen in diesem Jahr, weil sie sich die Ausgaben nicht leisten können. Also viele werden Stück für Stück aus diesem Konsum rausgemändelt, könnte man sagen. Wir sehen hier, dass die Gebrauchtwagenpreise 2,4% zum Vormonat gefallen sind. Beschleunigt sich also dramatisch. Medical Care Services sind günstiger geworden, also medizinische Dienstleistungen, könnte man sagen. Die Versicherungskosten sind gefallen. All das hat dazu beigetragen, dass die Inflation heute niedriger war. Aber das Entscheidende bei der Inflation ist ja vor allem, was sagt die Fed dazu? Da hatten wir Evans, den Chicago Fed-Chef, schon gehabt, der gesagt hat, ja, ich bin besorgt, dass die Fed ihr duales Mandat, also Inflationsbekämpfung und guter, robuster Arbeitsmarkt, da zu sehr in Sachen Inflationsbekämpfung verschiebt. Also ergo, dass hier Arbeitslosigkeit produziert wird durch die Fed. Demokratische Politiker hatten ja genau auf diesen Punkt hingewiesen. Barkin hat gesagt, ja, ich denke, dass wir da schon am Ende jetzt der Inflationsanstiege sind. Harker hat gesagt, ja, könnt ihr mir vorstellen, dass wir bei 4,5% dann um und bei fertig sind. Daily San Francisco Fed hat gesagt, ja, gute Nachrichten, aber es ist nur ein Puzzlestück. Wir brauchen mehr davon. Und das ist auch eine kleine Warnung. Die Fed braucht mehr Evidenz, dass die Inflation weiter zurückgeht, und da man sich eben auf rückwirkende Daten verlässt, wird wahrscheinlich die Fed ein bisschen brauchen, bis sie die Belege dafür findet, obwohl die eigentlich schon deutlich gegeben sind. Und dann eine ganz interessante Geschichte von Lori Loughran, Dallas Fed President. Hier wird gesagt, vor allem, ja, wir müssen auf die Financial Conditions achten. Wenn wir sehen, dass die Dinge hier aus dem Ruder laufen, können wir auch mal eine Pause machen. Wenn die Dinge sich wieder entspannen, können wir mal wieder aufs Gaspedal oder aufs Bremspedal gehen. Und das ist auch einer eben der Punkte. Was ist, wenn die Aktienmärkte jetzt weiter eine Rallye machen? Wir erinnern uns, wie genervt Paul auf die Frage eines Reporters reagiert hatte, der gesagt hat, oh, die Aktienmärkte steigen nach dem Fed-Statement. Dann bums, Paul, gleich die Keule draufgehauen.
Ähnliches in Jackson Hole. Also immer wieder das Muster, wenn die Aktienmärkte zu stark steigen, dann bums, dann haut Paul oben drauf. Und die Gefahr ist natürlich auch jetzt wieder gegeben, wenn hier die Euphorie um sich greift weiterhin. Und hier ist jetzt eben die Frage, wie geht es jetzt im Dezember weiter? Die Fed Fund Futures preisen jetzt schon eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed nur 0,25% die Zinsen anheben wird. Manche gehen noch wie Nick Timmer aus, das Mouthpiece der Fed, von 0,5% aus, aber das werden wir sehen. Könnte eine enge Kiste werden zwischen 0,25 und 0,5. Aber kommen wir jetzt zu den eigentlichen Schwierigkeiten, die wahrscheinlich auf uns zukommen. Amazon hier zum Beispiel warnt jetzt schon, es werden ganze Bereiche, ganze Sektoren im Unternehmen werden sich auf eine Entlassung gefasst machen müssen. Wir sehen, dass nach wie vor Corona in China das große Thema ist. Die chinesische Führung hat nochmal klar bekräftigt, diese Zero-Covid-Politik, die ziehen wir durch, koste es, was es wolle. Und das trifft momentan Foxconn, den hauptsächlichen iPhone-Lieferanten für Apple. Dennoch Apple deutlich gestiegen, wie andere auch, um und bei 5%. Also wir sehen, maßgebliche Probleme sind hier nicht gelöst. Wir haben eine Entlassungswelle sondergleichen und das ist nur der Anfang. Wir sehen, dass die Margen der Firmen jetzt bald drastisch absacken werden. Hier sehen wir mal Stockpiles at Retailers, also Einzelhandelsunternehmen, die praktisch Lagerhaltung haben, wie stark hier die Lager sich gefüllt haben, weil alle nochmal geordert haben, damit man auf der sicheren Seite ist, Waren dann hat und jetzt plötzlich gibt es diese Waren im Überfluss. Das wird bedeuten, dass schon im Weihnachtsgeschäft eine Preisschlacht, sowohl in den USA als auch zum Beispiel in Europa, in Deutschland der Fall sein wird, die auf die Margen geht. Das wird vielen Firmen richtig wehtun, das werden viele Firmen nicht überleben. Und interessant auch diese Grafik, die hier von Game of Trades stammt, nämlich das Verhältnis zwischen Dow Jones und Gold. Und hier sind wir an einer sehr langfristigen Abwärtstrendlinie, die ist seit 1997 der Fall, dann ging es runter, dann jetzt wieder rauf, Zinsen sind gestiegen, nicht so schön für Gold. Und der Dow Jones ist auch gestiegen, ja, gut 16% seit seinem Tief Mitte Oktober. Jedenfalls, was das hier als Conclusio sagt, und dazu habe ich später noch einen Tipp, ist, dass wir letztendlich mit Inflation on the long run wahrscheinlich gar kein größeres Problem haben, aber die Relation zwischen Dow Jones und Gold wahrscheinlich jetzt bald wieder nach unten geht, was auf eine sich sehr stark abschwächende Wirtschaft hindeutet, was dann gar nicht schlecht für Gold ist, aber schlecht für den Dow Jones. Also das ist eine Geschichte, die Sie beachten sollten. Und wenn wir uns den Dow Jones hier mal im Chart anschauen, dann sind wir ja Mitte Oktober im Tief gewesen. Ich stehe immer vor den Grafiken. Ich weiß, sorry, ich muss mir ein bisschen dünner machen. Okay? Also jedenfalls, wir waren Mitte Oktober, 13. Oktober war das Tief beim Dow Jones, 28.500 Punkte. Jetzt sind wir mal ebenso 33.300, 400 Punkte sind an dieser Abwärtstrendlinie, ist ein bisschen sehr heiß gelaufen. Wir werden jetzt eine Situation bekommen, meine Damen und Herren, die Ron Walker, oder die ich heute Morgen schon gezeigt habe von Ron Walker. Anstieg nach den CPI-Daten, Euphorie, wir sehen dann oben, RSI geht nach oben, bildet eine negative Divergenz und die nächste Welle kommt nach unten. VIX ausgebrochen aus einer Falling Wedge Formation, bullisches Zeichen eigentlich, jetzt dieser massive Rückschlag, wir haben gesehen 11% ging es nach unten, also da ist nach wie vor ziemlich viel Risiko im Markt, denn es ist schlichtweg so, dass Inflation nicht mehr das große Problem ist, dass andere Probleme jetzt hier lauern. Eines davon ist möglicherweise, was da praktisch als Bankrun, als Bear Stearns Moment passiert ist im Kryptobereich. Sam Bankman-Fried von FTX hat jetzt so eine Art Mea Culpa Schreiben hinterlassen oder veröffentlicht. Ja, ich habe Fehler gemacht. Er hat unter anderem mehr als die Hälfte der Assets, die FTX hatte, nämlich 16 Milliarden Dollar, hat er verliehen an Alameda, die da im Kryptobereich gezockt haben und offenkundig so starke Verluste generiert haben, dass jetzt Land unter war, dann Bankrun auf FTX. Das ist einer der Punkte, wo wir diese Enthebelungen bereits sehen, die der Fall ist, wo Bewertungsniveaus der Fall waren, die letztendlich nicht mehr funktionieren können. Kommt jetzt die Jahresendrallye. Andreas Beck ist da sehr, sehr optimistisch. Wenn Sie sich dieses hervorragende Interview von Andreas Beck anschauen wollen, wäre ich Ihnen sehr zugetan. Erste Artikelempfehlung ist ein Artikel, ein Kurzartikel mit diesem Video. Andreas Beck immer
Absolute Top, gar keine Diskussion. Er hatte schon länger gesagt, vor einem Monat gesagt, also das Inflationsthema ist eigentlich abgefrühstückt und bekommt jetzt recht. Aber hat er auch mit der Jahresendrally-These recht? Ist ja alles eine Frage des Timings. Ich glaube auch an eine Jahresendrally, aber jetzt halt noch nicht sofort und ungebrochen sozusagen. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung. Das, was ich zu dieser Dow Jones Gold Ratio, dieser Relation dieser beiden Märkte gezeigt habe, ein Video von Game of Trades, sehr, sehr sehenswert, also zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren, und abschließend nochmal Last Call, der letzte Aufruf, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, das Webinar, das gestern stattgefunden hat, die nächste Folge und letzte Folge ist ja dann am nächsten Mittwoch, da werde ich so eine Art Making-of-Video aus Blick und Marktgeflüster machen, also einen Blick hinter die Kulissen mal versuchen, falls es Sie interessiert, viele Fragen waren in diese Richtung aufgelaufen. Zwei Empfehlungen und die Webinar-Empfehlung. Ich sage Servus, ciao.